So, es klang heute schon an, bei ATTEC geht es nicht nur darum, alles zu digitalisieren, auf Teufel komm raus und dann vor Ort im Seminar vielleicht doch wieder Frontalunterricht zu halten, sondern es geht darum, Qualität in die Bildung reinzubringen. Wir haben auch gehört, es gibt ganz unterschiedliche Entscheidungszeiträume. Technologie, Projekte entwickeln sich schneller als die Entscheidungsprozesse, die eine Organisation durchläuft. Und daher ist unglaublich wichtig, neue Ideen schnell zu verproben, damit sie dann auch noch wirklich aktuell sind, wenn dann vielleicht ein Go gegeben wird, das im groß im Feld auszurollen. Und hier besteht wirklich dringender Handlungsbedarf. Und deswegen hat der Stifterverband mit vielen Bildungsexpertinnen und Experten gemeinsam eine EdTech-Charta erarbeitet. Und wir werden jetzt gleich hören, worum es da geht und was denn vor allem drinne steht. Vorstellen wird das Andrea Franke, die übernimmt für mich die Moderation jetzt und stellt auch nochmal vor, wer alles mit im Panel ist und mitgearbeitet hat an der Charta und uns jetzt auch hier gleich live zur Verfügung steht. Andrea Franke ist Director Science and Research beim Stifterverband und hat das Projekt auch aus der Perspektive mit begleitet. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Zack ist für die Einführung. Ganz herzlich willkommen an Sie und euch, an den sozusagen Bildschirm, hätte ich fast gesagt, also an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer und vor allem ganz herzlich willkommen an meine drei Diskussionsteilnehmerinnen und Teilnehmer, mit denen ich gleich gemeinsam die wesentlichen Botschaften der EdTech-Charta, so wie sie jetzt ist, vorstellen, aber auch diskutieren möchte. Ja, der Titel Ready to Experiment, das ist sozusagen der Anspruch der Charta, den wir formuliert haben als Arbeitstitel, Bildungsinnovation in Hochschulen gemeinsam mit Partnern erproben, umsetzen und skalieren. Das ist sozusagen unser Anspruch und Arbeitstitel, weil wir sind sozusagen im Arbeitsprozess. Wir haben, wie Zackes das richtig gesagt hat, das gemeinsam mit Vertretern aus Hochschulen, EdTechs, aber auch Expertinnen aus dem In- und Ausland entworfen. Aber wir möchten im Anschluss an die Diskussion heute euch alle einladen, diesen Entwurf zu kommentieren, sodass er auch nochmal gewinnt, mit euren Erfahrungen angereichert wird. Und erst dann werden wir gegen Ende November dann einladen, auch mitzuzeichnen und sich diesen Empfehlungen fordern anzuschließen. Also das ist sozusagen die Aufforderung an euch und sie mitzuwirken, auch nochmal in den nächsten 4 Wochen und die Charta noch besser zu machen, als sie vielleicht schon ist oder vielleicht noch nicht ist. Das werden wir heute, glaube ich, in der Diskussion auch sehen. Meine drei, hier findet ihr nochmal den Link, da ist das Dokument jetzt auch online, da gibt es auch jetzt schon und auch im Nachgang die Möglichkeit der Kommentierung und auch die Möglichkeit, Kontakte zu hinterlassen, wenn ihr Interesse habt, sozusagen auf Stand zu bleiben und auch gegebenenfalls mitzuzeichnen. Aber jetzt geht es uns erstmal um die Kommentierung. Vielen Dank erstmal an die Regie für das Einblenden. Ja, was hat uns motiviert? Ich glaube, es ist eben schon geklungen, so die Post-Corona-Realität ist irgendwie angekommen in den Hochschulen und wir sind überzeugt, dass es noch mehr als bisher da gilt, sich einzusetzen für Bildungsinnovation in Hochschulen. Und das ist hier eigentlich der Fokus in Hochschulen. Das ist aus unserer Sicht eine Kernfrage in vielerlei Hinsicht. Wie gelingt es, Studierende zukunftsfähig auszubilden? Wie gelingt es, Lernen und Lehren weiterzuentwickeln? Aber wie gelingt es eben auch, die Hochschule als Organisation, als Ganzes in die Zukunft weiterzubringen und weiter zu stärken für einen starken Bildungsauftrag? Bildungsinnovation, und das fand ich auch schön, dass das eben in der Diskussionsrunde schon ein bisschen durchklang, die vor uns stattgefunden hat. Bildungsinnovation sind nicht gleich EdTechs, sondern wir sind der Überzeugung, EdTechs haben Potenzial und können beitragen dazu, Bildungsinnovation hervorzubringen, zu skalieren und damit auch die Hochschulen zu stärken. Ich würde gerne die Charta wirklich nur ganz kurz vorstellen. Wir haben vielleicht kurz als Recap, wir haben uns als Stifterverband und auch als Hochschulforum Digitalisierung mit dem Thema schon länger auseinandergesetzt. Anfang des Jahres gab es ein Diskussionspapier zur Zusammenarbeit von Hochschulen und EdTechs. Das Hochschulforum Digitalisierung hat den EdTech-Kompass sozusagen ans Laufen gebracht, um dort kontinuierlich auch EdTechs vorzustellen. Und jetzt haben wir im Oktober nochmal gesagt, lasst uns nochmal gemeinsam mit EdTechs, gemeinsam mit Expertinnen und Experten aus Hochschulen und aus dem sozusagen aus den EdTech-Communities national und international zusammensetzen und schauen, was sind denn so Leitprinzipien, die wir eigentlich brauchen, um wirkungsvoll Hochschulen und EdTechs zusammenzubringen. Und ich
das ist sozusagen jetzt das Ergebnis. Und ich habe es am Anfang gesagt, ready to experiment ist der Anspruch. Und ich sage vielleicht einfach nur noch mal die 6 so Leitsätze, die uns nach dem Workshop auch als Struktur und als Kernforderungen wichtig erschienen. Bildungsinnovationen brauchen ein gemeinsames Mindset und gemeinsame Ziele der Partner. Bildungsinnovationen brauchen förderliche Rahmenbedingungen und Freiräume. Bildungsinnovationen brauchen strategische Priorität in den Institutionen. Bildungsinnovationen brauchen Ressourcen und Kompetenzen, finanzielle, aber eben auch Expertise als Ressourcen, ressourcenbreit gedacht. Bildungsinnovationen brauchen eine sichere Infrastruktur als Grundlage, wenn sie denn technologisch sind. Und Bildungsinnovationen brauchen Kommunikation und Sichtbarkeit. Das sind so die 6 Leitsätze, würde ich jetzt mal sagen, die auch die Empfehlungen und Forderungen strukturieren. Und da wollen wir jetzt ein bisschen eintauchen. Und ich beginne mal mit dir, Arndt Kwiatkowski. Herzlich willkommen. Du warst an dem Workshop auch beteiligt, nochmal zur Entwicklung der Charta. Du bist Gründer und CEO der Bettermax GmbH und damit einer Mathematik-Lernplattform, die auch zusammenarbeitet mit Schulen. Und du stehst für ein EdTech, dem es gelungen ist, auch mit staatlichen Bildungseinrichtungen, in diesem Fall Schulen, zusammenzuarbeiten. Warum gibt es aus deiner Sicht Handlungsbedarf? Ich würde gerne mal so einsteigen. Naja, es besteht halt eine ganze Menge Luft nach oben, wenn wir uns Bildungsabschlüsse anschauen. Im Schulsystem kann ich das besser sagen, aber da gibt es halt eine Quote von circa 20% von Jugendlichen jeden Jahrganges, die nicht ausbildungsfähig sind. Und wenn wir uns die Spitzenentwicklung anschauen in den internationalen Vergleichsstudien wie PISA, bauen wir dort eher ab, als dass wir gewinnen. Und insofern ist das nicht nur eine individuelle Ebene. Wie kann man der einzelnen Schülerin, den einzelnen Schülern mehr Chancen eröffnen? Sondern auch eine volkswirtschaftliche und damit politische Ebene. Und an Universitäten ist das sicherlich kein Stück anders. Dort hat auch nicht jeder Referent und jeder Professor das Ziel, seinen Studentinnen das Lernen leichter zu machen. Wir haben in der Charta, da würde ich gerne noch einmal anknüpfen, auch mit Blick auf deine Erfahrungen in den Schulen. Wir haben ja gesagt als Einstieg, es braucht ein gemeinsames Mindset und gemeinsame Ziele. Vielleicht kannst du mal kurz versuchen zu erläutern, wie gelingt es dir in der Kooperation mit Schulen? Es ist natürlich ein anderes Umfeld als Hochschulen, aber eben auch staatlich reguliert sehr stark. Wie gelingt es dir, dieses gemeinsame Mindset und die gemeinsamen Ziele zu entwickeln und dann auch umzusetzen? Weil du bist ja mit der Bettermax durchaus integriert in einige Schulen, national und international. Vielleicht hat das Ganze 3 Stufen gehabt. Die erste Stufe war die, dass wir mit einem solchen adaptiven Lernsystem erst einmal die Early Adopters, die Innovatoren unter den Lehrkräften finden mussten, die es dann eingesetzt haben und begeistert waren und Wege gefunden haben, es zu bezahlen, es trotz Datenschutzvorgaben sinnvoll zu betreiben, trotz fehlender Infrastruktur in den Schulen Einsatzszenarien zu finden und Verbesserungen zu erzielen. Diese Early Adopters waren dann in der Lage, in ihren Institutionen, also in den Bildungsministerien, in den Landesinstituten ihrer jeweiligen Länder, ein Interesse fürs Thema zu wecken. Daraus erwuchs dann für uns die Möglichkeit, in Pilotphasen einzusteigen und aus breiteren Pilotphasen heraus dann Landeslizenzen zu gewinnen. Hamburg vor 3 Jahren war das erste Bundesland, das eine solche Landeslizenz abgeschlossen hat. Und durch Corona wurde das beschleunigt. Inzwischen haben 5 Bundesländer Landeslizenzen abgeschlossen für ihre Sekundarschulen und weitere sind im Gespräch mit uns. Und die dritte Ebene ist dann, dass die Bildungsministerien, die Kultusministerkonferenz erkannt haben, dass solche intelligenten tutoriellen Systeme eine erhebliche Auswirkung auf die Qualität des Unterrichts haben und dass sich wirklich in der Breite Leistungssteigerungen erzielen lassen. Das setzt natürlich nicht nur die Verfügbarkeit solcher Lernmittel voraus, digitaler, adaptiver, sondern auch der Verbreitung wirksamer Lehr- und Lernszenarien. Und diese dritte Ebene führt nun dazu, dass strategisch die Bildungsministerien überlegen, wie können intelligente tutorielle Systeme für alle Fächer und für alle Klassenstufen entstehen. Mhm. Vielen Dank. Ich glaube, das zeigt sehr schön, wie man so
vom Projekt zur Struktur kommt, den Weg, den du jetzt beschrieben hast, und dass es auch Allianzen braucht innerhalb der Institutionen, aber auch ja, der Stakeholder, sage ich mal im weitesten Sinne, das Bildungsministerium in dem Fall genannt. Und das bringt mich, also es zeigt, es ist eine didaktische Frage, es ist eine technologische Frage, aber auch eine strategische Frage. Und das bringt mich zu Ihnen, Evelyn Korn. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Und Sie waren jetzt nicht bei dem Workshop dabei. Das ist vielleicht auch einfach so. Sie haben das also nicht mit erarbeitet. Sie sind jetzt hier für uns stellvertretend auch als jemand dabei, die einerseits strategisch verantwortlich ist als Vizepräsident für Lehre an der Universität Marburg, aber dann insgesamt auch durch Vorstände in Wissenschaft der Stiftung zur Förderung innovativer Hochschullehre sozusagen qua Amt auch nochmal die Innovation in Lernen und Lehren vorantreiben. Ich glaube, das sind die beiden wichtigen Funktionen für unsere Debatte heute hier. Und ich würde gerne mit Ihnen den Leitsatz aufgreifen: Bildungsinnovationen brauchen strategische Priorität. Also die Frage, wie gelingt es eigentlich, mit Partnern, ohne Partner, es muss ja nicht nur mit Partnern sein, Bildungsinnovationen als Institution voranzutreiben. Wie gelingt strategische Priorität? Würde mich freuen, wenn Sie das mal reflektieren könnten vor dem Hintergrund Ihrer beiden Funktionen. Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung zunächst. Und ich würde gerne neben der strategischen Frage noch Ihren letzten Leitsatz dazu nehmen, nämlich das, was passiert, braucht Sichtbarkeit. Und ich glaube, was in den letzten anderthalb Jahren in Corona passiert ist, ist eine schon große Bewegung in den Hochschulen gewesen, die leider weit unbemerkt von der öffentlichen Wahrnehmung stattgefunden hat. Also dass die Studierenden als Gruppe nicht sehr sichtbar geworden sind und deren Bedürfnisse war ein Punkt. Aber genauso hätte mehr Sichtbarkeit verdient gehabt, wie sehr die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und die Hochschulen als Organisationen wirklich bildungsinnovativ gewesen sind in dieser Krisenzeit. Wir haben anderthalb Jahre gehabt. Ich denke, da sind die Hochschulen ähnlich wie der Schnitt der Bevölkerung mit ähnlichen Sorgen, Belastungen, gesundheitlichen Fragen unterwegs gewesen und haben es in der gleichen Zeit geschafft, in der Lehre doch sehr viele Dinge zu verändern und innovativ tätig zu werden. Mit digitalen Mitteln auf Distanz zu arbeiten, Szenarien zu entwickeln, wie man Studierende untereinander vernetzt, wie sich die Studierenden untereinander vernetzen, wie Kommunikation zwischen Lehrenden und Lernenden im Fokus bleibt. Ich glaube, da hat es auch viele Fragen zu neuer Universitätskultur gegeben und es sind viele neue Formate entwickelt worden. Und was auch deutlich geworden ist, wie sehr wir im Grunde dann Open Source und nicht proprietäre Formate brauchen. Also wir haben uns in der Philipps-Universität strategisch sehr auf die gegenseitige Unterstützung der Hochschulen verständigt. Wir haben Big Blue Button gemeinsam entwickelt. Wir haben im Ilias-Verein sehr viele Dinge entwickelt, die genau das skizzieren, was wir gerade gehört haben, nämlich die Frage, wie können wir didaktische Szenarien fest in der Hochschule der Zukunft verankern. Und da ist völlig klar, wenn wir über Bildungsinnovationen reden, wird in Zukunft die Digitalisierung wichtige Unterstützungsmechanismen haben. Ich glaube, das ist allen Hochschulleitungen klar, allen AkteurInnen in der Hochschule. Ohne Digitalisierung ist Hochschule nicht denkbar, weil ja Hochschule einen Platz mitten in der Gesellschaft hat. Und wenn digitale Innovation um uns herum ist, dann wollen wir da auch gerne Gestalterinnen sein. Und für mich ist an dieser Stelle sehr zentral, und das gehört auch zu unseren strategischen Überlegungen durchaus, dass Bildung ja ein sehr wichtiges Gut ist. Also es ist ja im Grundgesetz nicht ohne Grund sehr geschützt, also ist hoheitlich angelegt. Und die Mitglieder der Hochschulen sind die Trägerinnen dieses Innovationsauftrags. Und deshalb finde ich es auch sehr wichtig, dass Unterstützung von außen für die Hochschulen an dieser Stelle Interessen frei oder nein, das gibt es nicht. Ich bin Ökonomin, dass Menschen nicht ohne Interessen arbeiten, ist mir völlig klar. Interessenarm geleitet ist und dass das Agenda-Setting aus den Hochschulen kommt. Also ich finde, das wäre für mich ein ganz wichtiger Aspekt an dieser Charta, dass klar ist, es sind die WissenschaftlerInnen, die Studierenden, die die Treiber dieser Veränderung sind und dass dann Unterstützung von außen vor allen Dingen dafür arbeitet. Und wir haben das in der ersten Förderbekanntmachung in der Stiftung Innovation in der Hochschullehre auch so umgesetzt, dass wir wirklich geguckt haben, wo stehen die Hochschulen, was ist ihr nächster Entwicklungsschritt, wie können wir die Akteurinnen dann jetzt auch später untereinander vernetzen, um wirklich
die WissenschaftlerInnen da in den Fokus des Ganzen zu setzen und auf diesem Weg den innovativen Geist, der einfach sehr sichtbar geworden ist in den letzten anderthalb Jahren, auch zu befördern. Also das wäre für mich ein sehr wichtiger Punkt an dieser Stelle. Mhm. Vielen Dank. Ich finde, Sie haben nochmal schön gezeigt, auch was für Sie so Anforderungen an eine Kollaboration mit EdTechs ist. So habe ich das verstanden. Getrieben aus der Hochschule, unterstützende Funktion. Würden Sie denn sagen, also auch vor dem Hintergrund Ihres Wirkens in der Stiftung, also sozusagen der Stiftung zur Innovation der Hochschullehre, dass insgesamt Ressourcen, Entscheidungsprozesse, also dass sozusagen in diesen Prozessen innerhalb der Institution das Thema Bildungsinnovation didaktischer und technologischer Art, sage ich mal, also auch wenn Sie sagen, wir brauchen Unterstützung, dann setzt das ja voraus, dass Sie gezielt auch schauen, was gibt es im Markt, vielleicht Allianzen und Netzwerke bilden, um gemeinsam zu schauen. Das ist gerade am Beispiel von Big Blue Button gezeigt. Also haben Sie das Gefühl, da ist noch was zu tun in den Hochschulen, um auch das sicherzustellen, dass es eine strategische Priorität in der Breite wird? Naja, und Unterstützung ist natürlich und Entwicklung ist immer nötig. Ja, ich glaube, wir befinden uns, das ist schon viel bemüht worden, mitten in einer schönen Medienrevolution, das verändert Dinge. Ja, also wenn man Innovationsprozesse anguckt, dann ist sicherlich die digitale Veränderung und die Sichtbarkeit, wie sehr Präsenz gar nicht von physischer Kopräsenz abhängt, sondern wie sie auch digital entstehen kann, wie wir gemeinsam auf Distanz an Texten arbeiten können, Produkte miteinander entwickeln können. Das verändert natürlich Zusammenarbeit in einer massiven Art und Weise. Das verändert Hochschullehre. Und damit ist klar, das bleibt ein Entwicklungsauftrag für die nächsten, na, ich sag mal, Jahrzehnte. Das wird nicht über Nacht gehen. Und deshalb braucht es immer Aufmerksamkeit. Es braucht Ressourcen. Ich glaube, das haben Sie ja auch in Ihrer Charta sehr deutlich gemacht, dass Ressourcenausstattung hier ein wichtiger Punkt ist. Denn mit den digitalen Technologien umzugehen, heißt, es wird viel mehr möglich. Aber um dieses, was viel mehr möglich wird, auch ausschöpfen zu können, braucht es einfach auch Ressourcen, weil es neue Aufgaben der Hochschulen sind. Also es braucht also ein aufmerksames Auge. Und sowohl in meinem Umfeld, also A, hier in der Universität, B, auch im Verbund der hessischen Hochschulen, als auch über das, was ich jetzt über die Stiftung sehe, ist meine Wahrnehmung, dass das den Lehrenden, den WissenschaftsmanagerInnen, den Hochschulleitungen wirklich sehr bewusst ist, dass da jetzt gerade viel Aufgabe vor uns liegt und natürlich den Studierenden. Und wenn ich mir anschaue, was waren Themen in der Förderbekanntmachung, dann gab es da ganz viel Umsetzungsfragen, also die Frage, wie muss ich Technologie gestalten, weiterentwickeln, einsetzen, um das, was ich in der Lehre erreichen möchte, auch umzusetzen. Dazu gehört auch die Frage, was ist eigentlich die Kultur in der Hochschule? Was ist also Universitätskultur ist ein riesiges Thema. Was ist die Rolle von Studierenden als Gestalterin ihres Lernprozesses? Da kommen wir in ganz neue Verteilungen von Aufgaben zwischen Lehrenden und Lernenden. Und ich glaube, das wird gesehen und es wird noch lange viel Aufmerksamkeit brauchen. Vielen Dank. Wir haben jetzt gesprochen über so den Handlungsbedarf. Wir haben gesprochen über Mindset und gemeinsame Ziele, über die strategische Priorität. Ich komme jetzt zu Manuel Dollerer. Schön, dass du dabei bist. Manuel ist Mitgründer und Präsident von der Code University, die sozusagen im Kern auch als Bildungsinnovation betrachtet werden kann, könnte ich mal sagen. Und ich würde an dich gerne so dieses Thema geben, Bildungsinnovation brauchen förderliche Rahmenbedingungen und Freiräume. Vielleicht kannst du aus deiner Perspektive mal sagen, warum das ein wichtiges Thema auch für die EdTech-Charta ist und welche Konkretisierung du dir da wünschen würdest. Ja, sehr gerne. Ich glaube, es liegt in der Natur der Sache, dass Innovation sehr schwer zu regulieren ist. Insbesondere, wenn ich versuche, per Gesetz oder per regulatorischem Rahmen den Hochschulen vorzuschreiben, wie sie Innovation betreiben können oder dürfen. Und was meiner Ansicht nach viel zielführender wäre und auch dringend notwendig ist, um eben experimentelle Freiräume zu eröffnen, ist, dass wir uns nicht über das Wie streiten, sondern auf Ziele festlegen, dass wir uns darüber einigen, wie wir eigentlich Erfolg messen
um dann das Wie den einzelnen Akteuren zu überlassen, um also das Wie zum Gegenstand des Experimentierens machen zu können, sodass eben einzelne Hochschulen, Lehrende, Studierende gemeinsam mit Technologieanbietern oder auch mit ihrem eigenen Verständnis von Technologie anfangen können, auszuprobieren und zu experimentieren. Denn das letztlich ist Innovation. Und damit das nicht in einem völligen beliebigen Rahmen passiert, muss ich mich am Ende darauf einigen, woran erkenne ich denn, ob etwas eine sinnvolle Innovation ist, ob etwas wirklich sinnvoll beiträgt zum Lernerfolg der Studierenden, etwas verbessert an der Hochschule und zwar nachhaltig. Und das ist die Diskussion, die ich vermisse. Ich habe das Gefühl, dass wenn reguliert wird, wird immer noch sehr stark das Wie reguliert. Und wie gesagt, das ist für Innovation massiv hinderlich. Ich sehe aber auch gleichzeitig bei vielen Hochschulen das Problem, dass sie gar keine verlässlichen Qualitätsindikatoren haben, wo sie in einem Vorher-Nachher-Vergleich oder einem AB-Test ausprobieren könnten, ob der Einsatz einer bestimmten Technologie, eines bestimmten Tools, die Zusammenarbeit mit einem bestimmten EdTech-Startup tatsächlich etwas Messbares verbessert. Das heißt, für mich steckt dahinter ein Arbeitsauftrag für sozusagen für die Governance machen, für die Policymaker, die Rahmenbedingungen definieren, dass sie eben Freiräume schaffen und klar erkennbar Qualitätskriterien definieren, an denen man erkennt, ob ein Experiment geglückt ist oder was am Ende das Ziel sein muss. Es ist aber auch ein Auftrag an die Hochschulen, sich zu fragen, woran erkenne ich eigentlich, wenn sich etwas in der Lehre tatsächlich verbessert? Erkenne ich das nur an verbesserten Notendurchschnitten, an der Durchfallquote von Studierenden? Erkenne ich das an der Zufriedenheit, an der Employability? Also das ist eine Diskussion, glaube ich, der sich viele Hochschulen auch noch stellen müssen, um sich dann sinnvoll mit all diesen Möglichkeiten auseinanderzusetzen, die Technologie heute bietet. Mhm. Vielleicht ist es ein schöner Punkt nochmal, die vielleicht Frau Korn oder Ahn, vielleicht möchtet ihr das nochmal kommentieren. Also ich würde gerne noch was dazu sagen. Ja, was heißt es sozusagen, förderliche Rahmenbedingungen und Freiräume zu haben? Ja, also ich glaube, dass Dinge bottom-up genutzt werden müssen. Auf der anekdotischen Ebene kann ich erzählen, dass auf der Plattform von Betamax ein Professor Wojan aus Hamburg einen Kurs für Finanzbuchhaltung entwickelt hat, der umfassend das Curriculum abdeckt für Wirtschaftswissenschaftsstudenten. Und er hat dann ca. 100 Lehrstühle angeschrieben an wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten und hat so gut wie keine Rückmeldung bekommen. Die Bereitschaft also der Lehrenden, hier existierende Dinge auszuprobieren, in die Verbreitung zu bringen, daraus abzuleiten, was kann man verbessern, wie kann man gute Erfahrungen auf andere Fächer übertragen. Da lässt sich sehr schnell etwas bewegen, wenn denn Änderungsbereitschaft und Experimentierfreudigkeit beim einzelnen Lehrstuhl gegeben ist. Frau Korn, vielleicht, ich würde das gerne noch mal vielleicht ein bisschen überleiten. Ich habe gesehen, Sie haben auch Luft geholt und wollten was sagen. Wir hatten eben eine Panel-Diskussion vorher, wo auch dieses Thema der Offenheit, wie gelingt es eigentlich, Offenheit in einer ja auch sehr traditionellen Institution zu befördern? Sie sehen ja bei Ihren Förderinitiativen in der Stiftung, dass es unglaublich viel Änderungswünsche gibt und Energie sozusagen, die Lehre und das Lernen zu verändern. Aber diese Frage, wie gelingt es auch als Institution, eine Offenheit zu kreieren, dass eben ein Lehrstuhlinhaber, das ist ein sehr schönes, konkretes Beispiel weiß, wo gehe ich jetzt hin mit dieser Idee? Wie gewinne ich jemanden dafür? Wie mache ich das institutionell wirksam? Vielleicht das nochmal so ein bisschen eine Zusatzfrage zu meiner Frage von vorher. Ja, auf jeden Fall gern. Also ich glaube, Offenheit ist an vielen Stellen vorhanden und ich glaube, da ist die Population unter den Lehrenden ganz ähnlich wie in anderen Bereichen. Für jede neue Idee gibt es ein Drittel, das brennt, ein Drittel, das neutral ist und ein Drittel, das ich denke, naja, wir gucken mal. Und ich würde sagen, das ist eine gute Quote. Also das erlebe ich in meinem Umfeld schon viel und ich glaube, die spannende Frage ist, das Drittel zu finden, zunächst für die ersten Schritte, das auch totale Lust hat, was zu tun. Und ich glaube, da sind einfach, ich sag mal, lokal in der physischen Ebene Vernetzung und lokal über Leute, die ähnlich denken, ähnliche Fragestellungen haben, sind zwei wichtige Dinge. Also das ist auch etwas, was wir als Plattform gerne zur Verfügung stellen wollen, auch insbesondere in der Stiftung, dass Menschen, die sich mit ähnlichen Fragen befassen, zueinander finden und entwickeln können. Und ich glaube, von da kann es strahlen. Und ich finde für die Frage, was machen wir mit Innovationen, ganz wichtig, sich auch klar zu machen, ob etwas eine Innovation ist, wissen wir erst hinterher. Wir fangen an zu experimentieren. Und
Wir laufen vielleicht los mit einer Frage und einer Beobachtung und einer Hypothese, was wir gerne verändern möchten. Und in der Sekunde, wo ich schon vorher weiß, was ich verändern muss, damit es besser wird, bin ich nicht mehr im Bereich der Innovation. Dann habe ich einen Plan. Und ich glaube, was wir brauchen, ist tatsächlich auch in der Wissenschaft insgesamt eine Kultur, wie wir damit umgehen, dass jemand losläuft und was ausprobiert hat und vielleicht an einem anderen Ende rausgekommen ist, als er sich am Anfang vorgestellt hat. Das sind wir als WissenschaftlerInnen oft nicht gewohnt, so zu laufen. Und dafür eine Sichtbarkeit zu generieren, Austausch darüber zu generieren, warum bin ich denn jetzt an einer anderen Stelle gelandet? Und erstmal fühlt sich das vielleicht auch an, als wäre es nicht richtig gewesen, zu gucken, war es jetzt tatsächlich eine Verschlechterung? War es was anderes, als ich erwartet hatte? Was könnte ich daraus lernen? Für diese Dinge für diese Art von Erfahrungen einen strukturierten Platz zu finden, das wäre aus meiner Sicht sehr wichtig. Mhm. Und natürlich, ich glaube, auch das ist schon oft gesagt worden, brauchen wir für Lehre im digitalen Raum, also für Lehrentwicklung, andere Kapazitätsrechte, andere Lehrverpflichtungsverordnungen, damit Lehrende tatsächlich das, was sie an Einsatz im Moment leisten, abgebildet bekommen, in der Wertschätzung ihrer Tätigkeit. Also ich glaube, viele haben in den letzten Jahren deutlich über das hinaus geleistet, was in ihren Arbeitsverträgen steht, was sie für die Lehre tun sollten. Und das wird in der langen Frist andere Lücken in der Wissenschaft offenbaren. Aber ich würde sagen, erstmal zeigt es auch, mit welcher Begeisterung die Lehrenden an den Hochschulen doch ihrer Aufgabe nachgehen. Und ich finde, das ist eine ganz wichtige Basis. Und das ist, also ich erlebe hier viel Einsatzfreude gepaart mit Offenheit. Und das war ja Ihre Frage, was brauchen wir, um damit weitermachen zu können? Und ich würde sagen, positiv verstärkendes Feedback ist das, was auch Lehrende gerne haben möchten für das, was sie tun. Und das wäre aus meiner Sicht ein wichtiger Schritt. Mhm. Vielen Dank. Bevor wir eine kurze Q&A, ich weiß nicht, Manuel, ob du noch was ergänzen möchtest, sonst würden wir noch, wir haben noch 3-4 Minuten für eine Q&A, sonst würde ich erst noch mal an dich übergeben. Also freue mich gerne auf den Austausch. Ja. Ich glaube, es sind jetzt viele Punkte angesprochen worden und deswegen würde mich mal interessieren, wo die Diskussion dazu hingeht. Wunderbar. Dann vielleicht, Zackes, bevor ich an dich übergebe, würde ich nochmal einladen, sozusagen über den Link sich die Karte anzuschauen. Wir werden das auch nochmal verbreiten jetzt in den nächsten Tagen, aber gerne hinterlasst eure Anregungen, Kommentare, hinterlasst euer Interesse, wenn ihr weiter beteiligt sein wollt. Und wir freuen uns, wenn das durch diese Kommentierung aus der Community heraus nochmal eine neue Qualität bekommt oder vielleicht auch Kontroversen nochmal reingebracht werden, die wir in dem Workshop noch gar nicht gesehen haben. Also das wäre klasse, wenn das passieren würde. Und damit, Zackes, übergebe ich an dich. Und sollte es Q&As geben, spiel die doch gerne zu uns rein, dass wir hier vielleicht noch eine kleine Diskussion über ein paar Minuten haben können. Sehr, sehr gerne. Im Chat ist einiges los. Ich versuche gerade so ein bisschen einen Überblick zu bekommen und habe mir schon so ein paar Sachen rausgezogen, die ich vorhin mitgenommen habe, damit die nicht untergehen. Simon Klug hat einfach zitiert, hat geschrieben, "Trying to accelerate learning by ramping up technology is like putting rockets on butterfly wings." Da hat er Justin Reich zitiert. Das heißt, die Frage, ob man mit der Tech vielleicht nicht doch das zarte Gebilde der Universitätsstrukturen überfordert. Dr. Dieter Müller hat noch kommentiert, meinte, Better Marks zeigen, dass es notwendig ist, die richtigen Partnerschaften zwischen Bildungsinstitutionen und EdTech zu vermitteln. Leider hat das Partnering noch nicht allgemein stattgefunden. Oft fehlen die Ansprechpartner auf Seiten der Ministerin. Eine Anmerkung von ihm. Dann, was ein paar Mal kam, sich in dem einen Kommentar hier auch wiederfindet, ist Andrea Martin, Ziel der letzten Semester war nicht Innovation, sondern Krisenmanagement. Und viele Kommentare gehen in die Richtung, eben, dass da vieles vielleicht noch gar nicht so innovativ war. Also weil die Technik einfach schon seit 10 Jahren vorhanden ist, wie Conference-Tools oder Whiteboards, aber jetzt halt zum ersten Mal angefasst wurden. Also in die Richtung waren einige Kommentare mit dabei. Und also Echo, dass jetzt wirklich die eigentliche Innovation wahrscheinlich sogar noch vor uns liegt. Also vor allem eher eine Diskussion, gar nicht so viele konkrete Fragen, muss ich sagen. Aber eine hier sehe ich von Doris Wesels. Wie schaffen wir es denn, die LVVOs zeitnah zu modernisieren? Tja,
Ich würde gerne noch mal kurz einen Kommentar vorher machen. Ich glaube, das hat die Dinge, die du jetzt aufgezählt hast, zeigen auch noch mal diese Frage mit Frau Korn. Sie hatten das, glaube ich, aufgebracht. Es ist eigentlich eine Innovation und es ist wichtig, auch die Integration von digitalen Tools auch zu evaluieren. Ich glaube, das haben alle drei angesprochen, auch, um zu schauen, was ist eigentlich vorher passiert und haben wir auch eine Verbesserung dadurch im Lernerfolg. LVVO revolutionieren, würde ich es ja fast sagen. Ich weiß nicht, wie gelingt uns das, Manuel, Frau Korn? Also ich kann nur sagen, dass wir dürfen als private Hochschule diese Lehrverpflichtungsverordnung, sagen wir mal, großzügig für uns auslegen. Und das tun wir natürlich, weil wir sehen, dass mit diesen ganzen technologischen Möglichkeiten die Interaktionen zwischen Studierenden und Lehrenden so vielfältig werden, dass sie sich überhaupt nicht mehr auch nur ansatzweise sinnvoll in die Kategorie von Präsenzlehrstunden pro Woche vor einer bestimmten Gruppe pressen lassen. Also dieses Instrument ist völlig veraltet und muss ganz, ganz dringend mehr Freiraum, mehr Flexibilität bieten für die vielen wertvollen Interaktionen, die Lehrende und Studierende an der modernen Hochschule haben. Vielleicht, ja, ich kann da gut anschließen. Ein Kommentar war, es war viel Krisenmodus und wenig Innovation. Ich glaube, es war der Start von vielen innovativen Prozessen aus der Krise heraus. Also was ist die Bedeutung von Krise? Kommt ja aus der Überwindung auch von Krankheiten. Da gibt es eine Verschlimmerung eines Zustands, die eine Entwicklung auslöst, um danach zu was anderem zu führen. Und ich glaube, da sind wir mittendrin. Und ich weiß, dass es an vielen Hochschulen jetzt die ersten Auswertungsgruppen gibt. Was haben wir denn gelernt? Was hat sich verändert? Wo möchten wir weitermachen? Ich glaube, dass das wichtige Schritte sind. Meine Wahrnehmung ist, dass die Politik aufmerksam zuhört und dass dann mit den Beispielen, die wir dann entwickeln können, eine Veränderung dieser Verordnung möglich wird. Also wir wünschen uns das alle sehr schnell. Ich glaube, dass ein bisschen Geduld an dieser Stelle dann auch viele Veränderungen bringen wird. Und ich glaube, dann wird es auch gehen. Wunderbar, also, wir haben noch ein paar Fragen. Aber ich glaube, da war... Darf ich sage es noch einen ganz, ganz kurzen Kommentar, weil das ist auch in der Charta durchaus drin, die Frage, können wir über diese Input-Betrachtung in der Lehre überhaupt irgendwas erreichen oder müssten wir nicht gerade Veränderungen, die sich durch technologiegestütztes Lernen, aber insgesamt auch gezeigt haben in der Interaktion, anders berücksichtigen, nicht nur in den Rahmenbedingungen, also Stichwort LVVO, sondern auch bei der Akkreditierung von Studiengängen und Ähnliches. Also das ist drin, wer das zuspitzen möchte, gerne kommentieren. Wir haben noch zwei Fragen, auf die wir konkret eingehen können. Vorher der Vollständigkeit halber noch, wurde auch angemerkt in manchen Kommentaren, dass die Vergabeprozesse neu aufgesetzt werden müssen, damit man eben prozessoffen innovieren kann und nicht einfach abliefern muss, was dann vielleicht schon nicht mehr zeitgemäß ist. Da war aber auch ein paar Kommentare, die meinten, dass es hier und da schon in die richtige Richtung geht. Von Esther kommt eine Frage. Sie schreibt, es wurde gesagt, dass konkrete Ziele wichtig sind, aber auch einfach loslaufen und woanders rauskommen. Wann braucht es was? Das wissen wir erst hinterher. Okay. Also vielleicht kann ich da kurz rein. Ich glaube, loslaufen ist total sinnvoll. Wir müssen alle experimentieren in diesem Feld, aber wir müssen uns vorher darauf einigen, woran wir erkennen, dass wir irgendwo Sinnvolles angekommen sind. Also wenn wir überhaupt keine Kriterien dafür haben, dann laufen wir alle in verschiedene Richtungen. Also wer kein Ziel hat, für den ist keine Himmelsrichtung die richtige, heißt es doch so ungefähr. Also ja, viel experimentieren über das Wie, aber die Outcome-Parameter, also das, was wir am Ende erreichen wollen, woran wir feststellen, dass etwas besser geworden ist, darauf müssen wir uns schon alle einigen können. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz dringende Diskussion, die noch viel zu wenig geführt wird. Aber das wurde ja gerade auch schon genannt, dass Durchfallquoten, Noten von Studenten, wenn ich das jetzt mal reduziere auf Bachelorstudiengänge oder Medizin, erstes Staatsexamen, wenn man sich ein Produkt wie Miamed von der Firma Amboss anschaut, die haben das Lernen tatsächlich strukturell und massiv verbessert mit einem EdTech-Tool. Nur hat es die Universitäten meines Wissens gar nicht erreicht, sondern das hat sich unter den Studenten verbreitet. Und wir haben ja keine Felsen auf Schmetterlingsflügeln, wenn wir den Studenten bessere Lernmaterialien und Übungsmaterialien zur Verfügung stellen, um ihre Bachelorscheine zu schaffen. Ich glaube, da sind die Hürden nicht sonderlich hoch, um messbare Verbesserungen erzielen zu können.
Dem stimme ich total zu. Die Diskussion läuft natürlich weiter. Ich merke, Sie sind mit viel Leidenschaft dabei. Wir haben aber tatsächlich noch 3 Fragen und die Zeit rennt uns davon. Deswegen, wenn es in Ordnung ist, würde ich quasi die Diskussion auslagern und ein bisschen auf die Fragen eingehen. Ich hoffe, das passt. Manuel? Klar. Okay, danke dir. Weil es kam nämlich eine Frage auch konkret an dich, an die Code University. Ist das Konzept an sich innovativ oder setzt ihr in eurer Arbeit noch zusätzliche Innovationen mit ein aus dem EdTech-Bereich? Also wir sind, was die Technologien, die wir angehen, sind wir nicht innovativ. Wir haben nur schon vor der Corona-Krise mit interaktiven Whiteboards gearbeitet. Wir hatten Zoom, wir haben Slack für die Studentenkommunikation. Also wir waren eher so auf dem Stand von auch Technologieunternehmen in der Art, wie wir Technologie nutzen. Das würde ich aber per se noch nicht als innovativ bezeichnen. Ich glaube, was wir versuchen, ist eben für die Formen des Lehrens und Lernens zu schauen, was sind die besten Tools, was sind die besten Technologien, die wir dafür nutzen können. Und das ist das, was letztlich Innovation im Hochschulbereich, glaube ich, befördert. Die Tools an sich, die können immer nur unterstützend tätig werden. Okay, danke dir. Judith hat eine Frage gestellt. Die Frage, gibt es ein Netzwerk, das sich mit der Evaluation digitaler, hybrider, innovativer Lehr- und Lernsettings auseinandersetzt? Fällt einem jemand dazu was ein? Ein schneller Name, den man googeln kann. Alle Landesnetzwerke in Hessen, der Hessen-Hub. Wir haben, ich glaube, eTeaching.org hat sehr viele Dinge, die da unterwegs sind. Also Hessen-Hub googeln oder eTeaching.org war es? Jawohl. Ja. Wunderbar. Und ab in Zukunft auch die Stiftung, die natürlich die Leute vernetzt. Und in Zukunft auch die Stiftung, genau. Wenn Bedarf da ist, gerne die Stiftung direkt anschreiben. Vielleicht auch über den Chat hier und über das HFD sich vorarbeiten. Die helfen sehr gerne. Also nutzt die Plattform hier, um euch zu vernetzen, auch direkt Menschen hier auf der Plattform anzuschreiben und sich direkt auch mit unseren Panelistinnen heute hier teilgenommen haben zu vernetzen. Sie sind auch registriert und freuen sich, wenn sie angeschrieben werden und helfen sehr gerne weiter. Mit Blick auf die Uhr muss ich hier leider schon sehr schnell zum Schluss kommen. Vielen Dank für die Moderation und freue mich sehr, dass ich da den Staffelstab abgeben durfte. Danke an die Diskussionsteilnehmer auch nochmal von unserer Seite und herzlichen Dank für alle Kommentierungen, die uns jetzt erreichen. Und damit machen wir eine kleine Pause und schließen den EdTech, die EdTech-Session ab am Vormittag, machen eine schöne Mittag.